So, ich grüße euch. Es ist die Konferenz, die Macht der Identität. Was Identität ausmacht, wir haben schon einige Sendungen gemacht. Heute ist der Mittwoch, der 18. Mai 2016. Und sind einfach, schaut euch die andere Video an. Es sind mehrere Referenten, die über Identität sprechen. Und natürlich diese höhere Intelligenz gewinnt man, wenn man unterschiedliche Ansichten anhört. So, ich nenne es organismische Intelligenz. Und Ronald hat gerade gesprochen über die Identität der aufgestiegene Meister. Fantastisches Video. Letzte Woche haben wir über die individuelle Identität. Ich möchte gerne über die Identität von erleuchteten Erwachten sprechen, die jetzt auf dieser Erde sind. Und man sagt immer, dass die Erwachten sich nicht identifizieren. Für mich ist das ein Problem von Worte. Aber eine Identität haben sie alle und die behalten sie auch. Und das war bei vielen, wir haben viele interviewt, wenn ihr seht, zusammen mit JetzTV haben wir regelmäßig viele Erwachte interviewt, beziehungsweise die haben hier Satsang gemacht oder online Satsang gemacht. Und das war sehr interessant natürlich zu sehen, dass die alle unterschiedlich sind. Da kann niemand sagen, dass es nicht wahr ist. Und eben auch wenn jeder von sich sagen würde, ich bin nicht da, ich identifiziere mich nicht, doch dann kam immer raus, dass jeder seine Eigenart hat und seine Eigenart auch behält. Und dass viele sagen würden, Mensch, du bist erleuchtet und isst du immer das noch? Oder rauchst du noch? Oder ärgerst du dich immer noch? Oder urteilst immer noch? Und zum Schluss natürlich haben alle gesagt, ja, ich bin so und ich werde weiterhin so bleiben, denn diese äußeren Sachen haben nichts mit Erwachen oder Erleuchtung zu tun. Und das heißt, ist immer die Einladung, auf den Kern, auf die Stille dieser Wesen zu schauen. Immer wenn ich diese erleuchtet, wir haben viele erleuchtete Frauen natürlich sowohl interviewt wie auch Satsang hier gemacht. Das war immer unglaublich schön. Und mein Trick war immer, egal mit wem, wer hier war, ich habe gesehen, die Stille ist überall, ist immer einen bestimmten Geschmack von Stille. Ich habe mich nicht gefragt, ist der erleuchtet oder nicht, oder ist mir egal, wenn jemand das sagt oder das fühlt. Ich konnte das mitfühlen. Vor allem, es ist ein bestimmter Geruch, es ist eine bestimmte Haltung, ne? Und die durch allen geht. Das konnte man spüren. Und doch eben nebenbei auch der Genuss, dass jeder anders ist, so dass jedes Mal ein anderer Erleuchteter hier kam oder Satsang gab. Es war eine ganz andere Atmosphäre, die haben eine ganz andere Identität und die Lebenserfahrung, die sie gesammelt haben, die Eltern, die Konditionierungen, die sind weg, aber die sind doch irgendwie noch da. In der Art, sich zu verhalten, zu lachen, zu essen, zu sprechen. Und das war natürlich für viele ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Das war schwierig, das nachzuvollziehen, was du bist erleuchtet und machst du das immer noch. Ärgerst du dich immer noch? Ne? Der eine, das war ein Holländer, der ist oft einfach wütend geworden. Der hatte sein Geschäft, der hat in seinem Geschäft weitergearbeitet
Und ja, also wenn ich wütend werde, weil irgendein Kunde irgendetwas macht, dann werde ich wütend. Und das war eben am Anfang nicht so leicht zu verstehen und dann doch nachzuvollziehen. Wir sind alle ganz normal, nur wir haben uns erkannt. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt alle gleich werden, sondern jeder behält seine Identität, jeder behält seine Eigenart. Und eben, und das ist, was ich vorhin mit Ronald auch besprochen habe. Ich zeige euch jetzt etwas. Das waren eben Beispiele. Also das Ganze nur in einem Video, wo wir live senden. Also hier war unsere Konferenz aufgestiegene Meister, Engel und Erzengel. Und hier haben wir Menschen, die mit diesen Energien verbunden waren, gebeten, mit diesen Energien, mit diesen Meisterenergien eine Meditation zu machen. Und eben hier mit Lady Nada, Saint-Germain, Jwalkul, Erzengel Kamael, Osho, Pallas Athene, Wotana, Jophiel. Eben, das heißt, in all diese Videos habt ihr die Möglichkeit, die unterschiedliche Stille, unterschiedliche aufgestiegene Meister. Das war das Thema jetzt von Ronald. Und eben, und die, die wollen, die spüren einfach in dieser Stille zwischen den Zeilen, was da geschieht. Und ja, und das war eben so eine Riesenerfahrung, dass die Stille von Erleuchteten, in diesem Falle von aufgestiegenen Meister, alle anders ist, alle Wunder, alles wunderbar ist. Und eben sage ich noch hier auch von Erzengel Michael. Eben das betrifft auch natürlich Erzengel, Engel und Erzengel. Also hier haben wir dann danach kommentiert. Okay, ja, der Link der Konferenz ist ein unglaubliches Dokument, so wie alle anderen Dokumente schreibe ich euch jetzt hier in Chat und sonst könnt ihr einfach auch gerne fragen. Ja, das ist mein Beitrag, Intuition bei Erwachten und weibliche und männliche. Denn wir haben die Ehre gehabt, hier in Leipzig ganz viele erleuchtete Frauen zu haben. Okay, und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne. Das sind jetzt einfach Impulse, was wir jetzt geben. Und ich würde gerne dann nächste Woche dann auf die Identität der Länder, sowie schaut euch das Video von Ronald an davor. Das war sehr interessant, wie das verknüpft wird, wie Erleuchtung, aufgestiegene Meister, Länder, Territorium, wie das Ganze verbunden ist. Also jeder,
der sich erkennt und in ein Territorium ist, beeinflusst dieses Territorium die Pflanzen, die Menschen, die Tiere, die Natur richtet sich nach diesen Energien. Und dann gibt es eben Gruppen von Menschen, die das erkennen später und so wie die Freiheitsstatue oder der Christus in Rio oder so Brandenburger Tor, wie Ronald gesagt hat, das wusste ich nicht, dass da sogar Minerva, Pallas Athene und was weiß ich was noch da präsent ist und in das Territorium durch diese Monumente, durch diese Gebäude einfach auch die Erinnerung und die Energie festgehalten wird. Finde ich das unglaublich. Sehr schön. Ja, das deswegen jetzt ein kleiner Beitrag, um reinzugehen. Das könnte natürlich, wir können natürlich ein Erleuchteter dazu fragen. Ich komme aber nicht dazu, die anzuschreiben. Aber das Thema ist angesprochen. Und falls jemand da ist, der gerade sieht und sich über Skype meldet, kann gerne, würde ich mich sehr gerne freuen, Identität bei Erleuchteten. Meine These, meine Erfahrung ist, dass es bleibt, die Eigenart. Wir sind alle anders, die Leute sind alle anders, auch wenn die Stille das Universum alle verbindet und ein Erleuchteter eigentlich nicht da ist. Und auch wenn der Erleuchteter weg ist und aufgestiegen ist, aufgestiegener Meister ist, bleibt doch eine Identität, eine Eigenart. Und nicht umsonst, manche sind verbunden mit Osho oder mit Lady Nada oder Saint-Germain oder Christus oder. Und manche, dass jeder mit einer anderen Meister, aufgestiegene Meisterenergie verbunden ist. Das nennt man Religion, aber die Religionen sind Fixierungen. Und jeder sollte erforschen mit der eigenen Intuition, welche Selbstmeisterschaft ist und die Identitäten diese Meisterschaften auch mitgestalten. Das heißt, wenn du jetzt mit Erzengel Raphael verbunden bist, das, so verstehe ich Religion, deine Seele, dein Wesen hat es entschieden, dann bist du auch, Erzengel Raphael ist nicht außerhalb von dir, sondern das bist du auch. Du bist ein Teil von Erzengel Raphael und deine Erfahrungen tragen dazu bei, auf die Identität von Erzengel Raphael. Du wirst sagen, das geht nicht, das ist Blasphemie oder was weiß ich was, aber es ist so, jeder Schöpfer, jeder Wassertropfen kann nicht den Ozean verändern, aber trägt dazu bei, und ist so wichtig wie das ganze Ozean selbst. Und das ist ein Naturgesetz, habe ich nicht erfunden, aber jeder weiß, dass es so ist. Dass es, ja. Gut, das ist jetzt mein Beitrag. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne schreiben. Sonst geht es in 15 Minuten weiter mit Aide-Marie Sasse und sie wird uns, oder nehme ich an, die unterschiedlichen Formen, dass aus astrologischer Sicht jeder gibt, stärkt die eigene Identität auf eine andere Art und Weise. Jo, jetzt bin ich ein bisschen still. Mal gucken, was passiert. Ich gucke mal, wer da ist. Aha. Aha, du bist da. Okay. Und du auch.
Aha. Kleines Zimmer, kleines Bildschirm. Kauf dir ein großes Bildschirm. Ich habe immer große Bildschirme, Fernseher. Um diese Fernkommunikation zu genießen. Aha, ein Körperleiden sehe ich. Wir können gerne etwas alle für dein Körperleiden zu tun machen, zu tun, tun. Moik, danke Moik. Ja, dann reinigt den Himmel über eure Köpfe, kosmische Strahlen reinigen. Damit kommt ein bisschen Entspannung. Was gibt's noch bei euch? Mal gucken. Augen, ein Augenleiden muss nicht sein. Ja, meldet euch. Okay, in 10 Minuten geht es mit Heidemarie Sasse. Bis gleich. Ciao.